Bei einer Attacke in einem Fitnessstudio in der Duisburger Innenstadt in Deutschland sind am Dienstagabend 4 Personen verletzt worden. 3 von ihnen schweben in Lebensgefahr. Die Hintergründe der Tat seien noch unklar, heißt es von der Polizei. Eine Fahndung laufe. 1 bis 2 Täter sollen in einem Fitnessstudio gegen 17.30 Uhr auf Besucher eingestochen haben. Ersten Angaben zufolge wurden bei dem Angriff ein Messer und eine Machete verwendet. Die Polizei spricht von einer Stich- oder Hiebwaffe. Laut deutschen Berichten begann die Attacke in der Umkleidekabine der Studiokette John Reed. Dabei wurden 4 Opfer attackiert. Die Täter sollen danach in Richtung Innenstadt geflüchtet sein. Laut Zeugen sollen die beiden zwischen Anfang 20 und Anfang 30 Jahre alt sein. Besucher des Fitnessstudios werden von Seelsorgern betreut. Am Abend wurden Zeugen vernommen, die zur Tatzeit vor Ort trainiert hatten. Das Landeskriminalamt richtete eine Anlaufstelle für Zeugenhinweise in der angrenzenden Fußgängerzone ein. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Polizisten suchten auf allen Etagen des betroffenen Studios nach Spuren.